DJ Tomic und Vero hier im E4 in Berlin auf der Black and White Party. Hallöchen, mein Lieber. Schalömchen. Schalömchen. Sag mal, ey, ich sehe, wir haben Partnerlook. Ja, bei uns läuft's auf jeden Fall. Dangerous. Dangerous, genau. Bist du so ein Typ von diesen Bandana-Looks noch? So? Es gibt ja öfter mal so, finde ich, T-Shirts, wo das so drauf ist. Das erinnert mich so an diesen Los Angeles West Coast Latino-Style. So, da stehe ich schon noch drauf, auf jeden Fall. Sag mal, hast du nicht früher auch so Bandanas in den Kopf getragen? Nee, weniger. Aber so der Style, den mag ich schon gerne. Mhm. Ich selber war so mehr so der Gucci-Typ irgendwie und habe irgendwie so Gucci-Anzüge irgendwie mir anfertigen lassen vor 15 Jahren oder so. Das war mehr so mein Style. Aber das ist auf jeden Fall so dieser Gangster-West Coast-Style. So, also Tomic, bei dir lief schon immer, meinst du, ja? Mit Gucci und so. Naja, was heißt lief schon immer? Aber auf jeden Fall, natürlich Hip-Hop ist auch so, weißt du, immer mal gucken, was es so gibt. Ich glaube, das ist sowieso old, oder das ist vielleicht wieder neu. Aber das, was früher New School war, ist jetzt Old School und so. Das ist ja, ändert sich ja immer so. Vermischt sich ja alles heutzutage, ne? Aber alles war ja schon mal da. Jetzt muss ja alles nur noch mal wieder irgendwie, ne, rausgeholt werden und neu verpackt. Naja, ich denke, ne, in der Welt natürlich, in der Musik war alles schon da, in den Klamotten war alles schon da. Und die Welt verläuft in Zirkeln, ganz genau. Es sind die Zirkel der Welt. Ertappst du dich denn selber dabei beim Produzieren zum Beispiel, dass du irgendwie Elemente aus den 90ern rausholst und dann vermischst mit den neuartigen Elementen-Sounds oder so, oder Future-Sounds oder so? Ertappst du dich dabei, dass du sagst, scheiße, Mann, das war doch alles schon mal in... Na, das Lustige ist so, Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er kam ja so diese digitale Revolution. Vorher haben wir mit so Ataris und Drum Machines halt Mucke gemacht. Und ich habe jetzt zum Beispiel neulich die SP-1200 wieder rausgeholt, weil mir einfach aufgefallen ist, okay, damit kann ich einfach im Prinzip schneller das machen, was ich brauche. Und das ist eigentlich ein Gerät, mit dem hat man halt eben so in den 90ern gearbeitet oder so. Also tatsächlich jetzt nach, keine Ahnung, 15 Jahre auf dem Hightech arbeiten, werden denn tatsächlich die alten Drum Machines mal wieder rausgeholt oder so, auf jeden Fall, ja. Da stellt sich mir die Frage, was bist du denn jetzt eigentlich mehr, so vom Herzen her? Bist du eher mehr DJ oder Produzent? Naja, also Folgendes, das ist natürlich beides. Ich glaube, dass, also ich mache ja noch anderes. Ich schreibe auch, unter anderem ich male auch, also ich mache auch Ausstellungen ab und zu mal. Und es gibt zwei Elemente, die wichtig sind. Beim Auflegen verbinde ich mich mit dem Publikum, das heißt, als DJ komme ich auf eine Wellenlänge mit dem Publikum und verbinde mich mit meinem Publikum. Das ist die direkte Verbindung. Da hole ich mir meine Energie her. Nach der Party gehe ich ins Studio und mache vielleicht noch einen Beat oder so. Oder schreibe einen Song oder so. Und so die besten Songs kommen eigentlich eher so nach so einer Veranstaltung, wie eben heute Abend hier in Berlin. So, dann wird halt Party gemacht bis 2, 3, 4, whatever. Dann geht man ins Studio und das Erlebte eben kommt dann nochmal aufs Pult oder so. Was nimmst du dann mit zum Beispiel? Nimmst du den Vibe mit vom Publikum und sagst dir, okay, warte mal, ich habe da was gefühlt vorhin und das muss ich sofort. Also genau. Du kannst gar nicht jetzt mit mir heute Abend feiern zum Beispiel, weil das Feeling muss erstmal ins Studio gebracht werden. Also die Verbindung, was ich mitnehme, ist die Verbindung mit dem Publikum und der Musik erreiche ich so eine Leichtigkeit, dass ich nur mit der Musik verbunden bin und wenn ich natürlich die Chance dazu habe, dann nutze ich das und gehe direkt ins Studio danach. Absolut, ja, ja. Also ich war früher der Typ, der irgendwie als letzter von Partys nach Hause gegangen ist. Passiert ab und zu mal immer noch so. Man wird ja auch irgendwie im Herzen nie, ne, Alter. Naja, aber das gibt es schon auch immer noch mal. Und wenn ich sozusagen, wenn mich die Muse küsst, dann bin ich halt irgendwie auch mal eine ganze Nacht wach oder zwei Tage wach. Das Schöne ist natürlich, ich kann mir das selber aussuchen, also ich kann um 6 Uhr morgens nach einer Party dann ins Studio gehen und irgendwie ein Beat machen oder was schreiben. So. Das ist ja eigentlich das, wofür ich so dankbar bin. Du legst ja heute Abend hier auf der Party auf, auch nicht nur alleine, sondern du wirst auch für Fichima auflegen, richtig? Was verbindet euch beide denn? Also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, wir waren sogar auf derselben Schule gewesen. Wow. Und ich mag natürlich, feiere natürlich seine Mucke hart und so und ich feiere auch einen Destan hart, der das hier veranstaltet hat, ist natürlich ein geiles Line-Up und ich finde halt krass, dass ein MC, den ich kennengelernt habe durch Fick Dein Rap, dass ein MC halt so in die Veranstalterbranche geht und so sich engagiert, weil wir natürlich alle, Hip-Hop ist ja so, dass wir uns alle supporten, also bei mir kam Curtis Blow nach Berlin, hat mich mitgenommen nach Amerika, so durfte ich kennenlernen, was das ist. Und wenn wir jetzt, ich bin jetzt eine andere Generation und Destan macht jetzt eine Party und sagt, ey Dicker, komm mal hier auflegen auf meine Party und so, dann kann ich vielleicht wieder was zurückgeben und so. Das ist halt wieder das, was in Zirkeln verläuft.
Du, ich habe gehört, dass du auch irgendwie daran arbeitest, ein neues Album rauszubringen. Ja, das heißt, ist es was in der Pipeline? Kannst du uns denn da schon was verraten? Ja, also tatsächlich ist es natürlich so, ich habe gestern mal auf so eine Charts-Auswertung geguckt von so einem Hip-Hop-Portal, so die irgendwie die 20, 30 erfolgreichsten Hip-Hop-Acts, whatever, und war ganz erstaunt, dass ich da immer mich noch auf 8 gefunden habe irgendwie, so, weil ich habe ja eigentlich lange keine Platten mehr gemacht, so, habe irgendwie das letzte große Ding, was ich gemacht habe, war 2005 Jump Jump mit Flair, so, und danach nicht so richtig ernsthaft irgendwie, sondern irgendwie Kinder bekommen, zu Hause irgendwie ein bisschen gechillt, so gutes Leben gelebt, Privatier, sage ich dazu. So, natürlich bin ich jetzt ein bisschen angezeckt und waren mit ein paar Leuten im Studio, wie mit dem Wu-Tang Clan zum Beispiel, und bin im Studio regelmäßig, das sind Collabs mit ein paar Leuten, gibt ein paar Collabs, die sich aufgetan haben, ein paar Kanäle, die sich aufgetan haben, und das Blöde ist natürlich, dass das doch ein bisschen länger dauert, weil ich habe irgendwann mal einfach mal mich so verbunden mit meiner Produktion, dass ich dann ganz viel Zeit verbracht habe mit dem Produzieren. Und das heißt, bis ich meine Nummer irgendwie fertig gemacht habe, dauert es einfach auch lange. Und dementsprechend muss die Qualität einfach auch sein. Oder andersrum, weil die Qualität so krass sein muss, dauert es lange. Ich hoffe auf Herbst diesen Jahres, September 2017, hoffentlich, sowohl mir die Muse gut gesonnen ist und das alles klappt. Natürlich hat sich auch viel verändert. Neue Vertriebswege, neue Stars, neue Team, funktioniert alles anders, aber ich habe natürlich irgendwie ein paar alte Kumpels, ein paar neue Kumpels und wir sind im Studio, machen ein paar Sachen und also ich kann euch sagen, Wu-Tang Clan, ich lebe immer noch für Hip-Hop, ist eine der Singles, die kommt und ja, ansonsten wünsche ich, dass ihr mir die Daumen drückt irgendwie. Also wenn das klappt, was ich gehört habe mit den anderen Künstlern, ja, die noch so drauf sein könnten, das darf man ja alles nicht sagen, genau. Was ist ja alles noch nicht so, ne, schwarz auf weiß und... Dann, Leute, der absolute Hammer. Ich frage mich, wie kommst du denn als quasi mein DJ Tommy, den ich so als Jugendliche noch kenne, ja, zu diesen quasi diesen Ami-Weltstars? Wie steht der Kontakt? Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Das Krasse ist, das ist ja auch wieder Hip-Hop, es läuft in Zirkeln. Ich hatte das erste Mal die Ehre 93, dass Curtis Blow mich auf seine Tour mitgenommen hat in Amerika. Wir sind getourt mit Run-DMC. Mit LL Cool J durfte ich mir im Backstage-Raum teilen, mit P. Diddy, bevor der P. Diddy war, irgendwie als der Tänzer war. Und so sind so die ersten Kontakte entstanden. Darum hat sich natürlich viel getan und so weiter und so fort. Aber das geht irgendwie immer weiter. Curtis und ich touren irgendwie zweimal im Jahr in Amerika. Da gibt es so eben diese Oldschool-Kontakte. Und so diese Newschool-Leute kommen ja irgendwie auch aus den Oldschool-Leuten. Das ist ja das Schöne an Hip-Hop, dass trotzdem das eine große Industrie ist, irgendwie trotzdem ist ja ursprünglich irgendwie nur mal eine Handvoll Leute waren oder zwei Hände voll Leute waren, die es angefangen haben. Und irgendwie kennt man sich ja dann doch irgendwie über ein paar Ecken. Aber ich muss natürlich schon sagen, das ist natürlich schon extremer Hustle, weil es ist so, dass ich halt alles alleine mache. Also von Leute kontaktieren, über Mucke machen, über Beats schreiben, über Sachen, auch teilweise Videos schneiden. So, jetzt habe ich natürlich auch wieder ein neues Team. Aber das ist natürlich was anderes, wie irgendwo, wenn da ein fettes Major-Team, Budget dahinter steckt und 50 Leute und so. Sondern wir sind halt ein kleines Team, Boogie Down Berlin. Und jetzt ist aber auch die Zeit der kleinen Teams einfach. Und deswegen wünsche ich uns so, dass wir auch wieder da anknüpfen, wo wir 2005 aufgehört haben im Prinzip. Und ich würde behaupten, die Sterne stehen gut für euch oder für dich. Ja, mit dem Partnerlook auf jeden Fall und mit Dangerous sowieso. Ja, genau. Und ja, wir sehen ja wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder von dir in der nächsten Zeit. Ne? Herbst haben wir jetzt so gehört, ja, so vielleicht, wenn alles gut läuft. Genau. Ja. Und dann wünsche ich ganz viel Erfolg. Und ihr checkt auch mal die Fick Dein Rap Sachen aus, da war der DJ Tobi nämlich auch dabei. Ja, Fick Dein Rap waren coole Künstler dabei. Also meine Lieblinge waren gestern 36 und Freitag und Krusebaum. Ich sag euch auch warum, weil die keine Schimpfworte benutzt haben. Es ist ja so, was wir sagen, ist unheimlich wichtig. Und alles, was ich sage, damit programmiere ich mich auch. Ich programmiere damit mein Unterbewusstsein und genauso programmiere ich mein Gegenüber. So, und früher wollten wir natürlich irgendwie alle aus dem Loch kommen. So, früher war so die Möglichkeit, so, okay, du wirst irgendwie Ticker oder du machst irgendwie krumme Geschäfte oder du versuchst dir eben mit Hip-Hop einen Namen zu machen und rauszukommen. Und es gelang halt ein paar Leuten rauszukommen. Und ich versuche halt die Leute zu supporten, die einfach eine positive Message haben, so, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und weil ich glaube, dass jetzt in der Zeit, wo irgendwie die Welt schon auch teilweise komisch ist und wir eben alle auch als Gesellschaft
viel Angst haben und irgendwie auch komisch sind, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, jeder von uns irgendwie korrekt sind, dass wir cool sind, dass wir einfach, und dazu gehört halt eben auch cool, ein cooler Hip-Hop-Act zu sein, der einfach eine coole Message trotzdem hat, so. Das ist halt so mein Ding. Deswegen, Begabt, checkt Fick Dein Rap aus, das sind auf jeden Fall krasse Acts. Da waren sehr, sehr krasse Acts dabei. Ja, FDR. Wunderbare Schlussworte, das waren DJ Tomic und Vero. Bis dahin. Ciao.